Der erste Advent, die erste Drittelpause, ich habe es vorhin schon gesagt, mit besinnlich ist nix. Und das war ein eiskalter Start für die Krefeld-Pinguine. Nach einem nicht gegebenen Treffer wegen Tor am Abseits, dann 3 Tore gefangen und dann 3 Sekunden vor Ende doch noch der Anschlusstreffer. Die Messe ist definitiv noch nicht gelesen. Dafür werden die Pinguine jetzt viel Wut im Bauch haben und so auch hoffentlich gleich wieder aus der Drittelpause kommen beim Spielstand von 1:3. Heute ist nicht nur der erste Advent, sondern auch der 1. Dezember. Und der ist klassischerweise der Welt-AIDS-Tag, an dem man an diese furchtbare Krankheit erinnert. Bei mir Nicole Stoffmehl von der AIDS-Hilfe Krefeld. Gute alte Bekannte hier schon bei den Krefeld-Pinguinen, denn KIV und AIDS-Hilfe Krefeld, das geht glücklicherweise Hand in Hand. Und ihr habt euch auch in diesem Jahr, wir haben die AIDS-Schleife vorhin schon gesehen, noch was anderes Tolles einfallen lassen, Nicole. Ja, wir sind ganz froh, dass wir wieder da sein können und wir fühlen uns hier wirklich immer herzlich aufgenommen und ganz willkommen. Viele Leute erkennen uns wieder, da sind wir ganz froh drüber. Und wir haben uns in diesem Jahr entschieden, gemeinsam ein Plakat zu machen. Ich halte es mal hoch, dann kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das ist extra jetzt für den Welt-AIDS-Tag gemacht worden und es ist das aktuellste Poster, alle Spieler sind drauf. Wir haben es so angelegt, dass man auch sich gut Autogramme holen kann und wir finden, es ist super, super schön geworden und ist mal was anderes, das Format ist was anderes. Es gibt auch einen Rahmen in diesem Format, sodass man sich das also auch rahmen könnte. Ja, und sind selber ganz begeistert davon. Kostenpunkt 4 Euro gibt es natürlich auch an eurem Stand zu kaufen. Den habt ihr heute wo aufgebaut? Genau, wir stehen oben im Umlauf, direkt neben dem Fanshop und sind eigentlich nicht zu verfehlen. Wunderbar, also dieses schöne Plakat zugunsten der AIDS-Hilfe Krefeld für 4 Euro. Die Autogramme könnt ihr euch zum Beispiel holen am 7. Dezember am Benrader Obsthof, 13.30 Uhr. Da ist die gesamte Mannschaft zu Gast. Und ja, Nicole, du hast es vorhin gesagt, die AIDS-Hilfe Krefeld ist ja mittlerweile ein Stammgast hier bei den Krefeld-Pinguinen immer zum Welt-AIDS-Tag. Wie merkt ihr das? Wie schlägt sich das auf eure Arbeit nieder, dass es hier auch viel prominente Werbung gibt bei so einem Spiel? Ja, für uns ist das einfach unschlagbar. Für uns ist es so wichtig, dass wir viele Leute haben, die hinter uns stehen, die sich mit uns solidarisch erklären. Und der KIV hat sich angeschlossen, der KIV 81 hat sich angeschlossen, das Fanprojekt hat sich angeschlossen. Und wir finden da einfach so viel Unterstützung. Das ist für uns wirklich Gold wert. Und auch für die Menschen, die wir hier in Krefeld betreuen, ist es ganz wichtig zu wissen, dass Menschen hinter ihnen stehen und dass sie nicht allein gelassen sind. Und gerade Aufklärung ist ganz besonders wichtig. Und die AIDS-Hilfe Krefeld steht euch heute gerne für Fragen zur Verfügung. Direkt hier im Umlauf, 1. Etage, da könnt ihr Nicole Stoffmehl und die Damen und Herren von der AIDS-Hilfe ansprechen und dieses tolle Poster kaufen. Für 4 Euro zugunsten der AIDS-Hilfe und die Autogramme zum Beispiel dann holen am 7. Dezember bei der Autogrammstunde am Benrader Obsthof. Nicole Stoffmehl, dir herzlichen Dank und für alle, die sich noch fotografieren lassen wollen bei der Aktion von Virtual Nights. Die gibt es auch jetzt noch in der Drittelpause hier direkt im Eingangsbereich. Da könnt ihr euch noch für Virtual Nights ablichten lassen. Dabei viel Spaß und gleich auch in Drittel Nummer 2. Krefeld Pinguine gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Aktueller Spielstand. Noch 1:3, da geht noch was.